was ist los? Soll ich den Rest meines Lebens so als Gemüse auf der Couch verbringen? Ja. Mir hat nichts mehr gehorcht. Ich konnte keine Augen mehr öffnen. Meine Arme und Hände waren wie 100 Kilo. Nichts mehr. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Und er sagt, mach alles in meinem Namen, im Namen Jesu. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode vom Unterüs, der Frauen-Podcast. Heute haben wir einen richtig tollen Gast da, und zwar die Maria Prehan. Maria ist inzwischen bekannt aufgrund von dem Werk, das sie gegründet hat, Vision for Africa. 2001 hat sie das gestartet in Uganda. Dort hat sie Waisenhäuser, Schulen gebaut, und inzwischen ist dieses Werk einfach riesig geworden. Und sie ist international als Sprecherin bekannt auf Konferenzen und hat Dutzende Videos und Interviews gemacht. Wir freuen uns, Sie heute zu interviewen. Seid gespannt, denn auch wenn Ihr Dienst inzwischen so genial aussieht, hat das Ganze ganz, ganz anders angefangen. Ihr könnt diese Episode auch gerne auf Spotify anhören. Dazu könnt ihr einfach in den Link in der Beschreibung eingehen. Viel Spaß. Maria, so schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Danke, danke. Es ist so besonders, dich da zu haben, denn wenn man im Internet mal nur schon durchschaut, wie viele Bücher du geschrieben hast, auf wie vielen Konferenzen du redest, wie oft du interviewt wurdest, was du aber auch mit deinem Leben angefangen hast, was Gott mit deinem Leben angefangen hat, es ist so besonders. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Aber ich denke, wir beide wissen auch, sowas passiert nicht von heute auf morgen. Das sind ganz viele Momente, prägende Momente aus deinem Leben. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in so ein paar Zeitabschnitte oder Episoden, wo Gott dich geformt hat? Ja, also zuerst möchte ich einmal sagen, dass schon bei meiner Geburt Probleme waren. Erstens wurde ich geboren, also meine Eltern haben geheiratet, weil ich auf dem Weg war. Und es wurde keine gute, keine glückliche Ehe. Eine treue Ehe, aber nicht glücklich. Ja? Und außerdem war ich das falsche Geschlecht, ja, mein Vater war todunglücklich, dass ich nur ein Mädchen bin. Und dann war der Krieg. Also meine Jugend war alles eher als glücklich. Ich habe viel Ängste erlebt. Ich habe noch Jahre, nachdem der Krieg vorbei war, wenn ich Flugzeuge hörte, habe ich so gezittern begonnen, weil es immer nur Angst damit verbunden war. Immer nur Bomben, immer nur leidende Menschen, tote Menschen. Ja. Und das macht auf ein Kind ganz großen Eindruck. Und da muss ich aber an ein besonderes Erlebnis denken. Mein kleiner Bruder war 2 Jahre, ich war 5 Jahre. Die Mutter hat im Wohnzimmer gebügelt und wir hören die Sirenen. Das heißt Alarm. Und in Luftschutzkeller gehen. Ja. Und in unserem Haus, wir waren in einem Apartmenthaus, war ein Luftschutzkeller, wo, das war auch draußen gekennzeichnet. Und da sind die Leute reingeströmt von der Straße, um Schutz zu suchen. Ich sage zu meiner Mama, Mama, gehen wir auch in den Luftschutzkeller? Sagt sie, erst wenn wir die Bomben fallen hören. Meine Mama war eine sehr aktive Frau, die wollte nicht herumsitzen, wegen nichts und wieder nichts. Und wie sie sagt, erst wenn wir die Bomben fallen hören, sind sämtliche Fenster geborsten durch den Luftdruck und die Bomben sind schon gefallen. Dann hat sie sofort noch das Bügeleisen geistesgegenwärtig aus dem Stecker gerissen, meinen kleinen Bruder aus dem Bettchen und mich auf der Seite. Sie wollte immer, dass wir ganz nahe bei ihr bleiben, denn sie wollte nicht, dass wir als Waisenkinder zurückbleiben. Sie ist in den Keller hinuntergelaufen, der war vielleicht 3x3 Meter, also klein. Und vorne war ein so ein dickes Eisenfenster in den Hof hinein. Und die Leute sind natürlich voller Ängste, wo sind meine Kinder? Und weißt du, das war ein totaler Blitzangriff, Bombenangriff. Und dann geht meine Mutter mit mir und mit meinem kleinen Bruder ganz in die Ecke hinein und da war eine Stellage und da waren Kreuze drauf und Madonnen, ja, total katholisch, römisch. Und dann geht sie in die Ecke hinein und die Leute sind total verwirrt und schreit mit lauter Stimme, hört auf zu schreien. Kommt, wir werden beten. Und fängt das Vaterunser an. Und alle Leute sind mit ihr in diese Ecke gezogen, waren ca. 20 Leute, und haben mit ihr das Vaterunser gebetet. Und wie sie das Amen gesagt hat, ist eine Bombe eingeschlagen, direkt vor dem Fenster. Dieses dicke Eisenfenster, bestimmt 30 cm dick, ist im Zeitlupentempo in diesen Raum gefallen
und keiner wurde verletzt, weil alle mit meiner Mutter in der Ecke standen. Das war für mich das erste Erlebnis, Gott hört Gebete. Okay. Und da sind wir alle schweigen, aber schweigen. Alle haben gewusst, das ist das Wunder. Also so dieses Bewusstsein dafür, Gott ist real, er hört Gebete. Absolut. Das war für dich von Grund auf eigentlich immer da. Das konnte nie mehr erschüttert werden. Und trotzdem war es ja jetzt nicht so, dass du, also bist du dann ab dann immer gläubig unterwegs gewesen oder wie würdest du das beschreiben? Also mit 7 Jahren, ja, also erstens einmal habe ich schon sehr früh gewusst, ich habe eine unglückliche Ehe gestiftet, ja. Und das war schon ein sehr schwaches Wertempfinden. Ja? Wenn ich nicht wäre, wären die glücklicher. Ja? Dann habe ich oft gedacht, besser wäre es, wenn ich mich nicht gäbe. Und dann hat meine eigene Mutter ihre Mutter mit 7 Jahren verloren. Und sie hat mich bis 7 Jahren liebevoll aufgezogen, aber mit 7 Jahren hat sie mich wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Da hat ihre Kindheit aufgehört und sie konnte mir auch nichts weitergeben. Und das war für mich dann so schlimm, ich habe dann schon 2 Geschwisterchen gehabt. Wenn die nicht brav waren, habe ich die Ohrfeigen gekriegt, ja. Also du, da habe ich aufgepasst, dass ich keine Ohrfeigen kriege. Ja. Die habe ich schön an der Kandare gehabt. Und dann mit 7 war dann die Erstkommunion. Und wir hatten einen Priester, Gott sei Dank, der sehr krank war, seine Beine waren so dick, konnte kaum gehen, aber er kannte Jesus. Und er hat uns Kinder vorbereitet, dass Jesus mit der Erstkommunion in unser Leben kommen möchte und in uns leben möchte. Ich konnte es nicht erwarten, bis der Erstkommuniontag kommt. Und ich war begeistert, dass Jesus jetzt in mir lebt. Und es war eine tiefe geistige Erfahrung. Ich wollte keine Verwandten sehen, die zum Essen gekommen sind. Ich wollte allein in meinem Zimmer sein, nur mit Jesus. Ja? Und von da an hat eine echte, tiefe Liebesbeziehung begonnen mit Jesus. Also schon mit 7 Jahren, eigentlich sehr, sehr jung. Ich weiß heute, ich wurde dort wiedergeboren. Und ich habe sofort zum Vater gefunden, zum himmlischen Vater. Und bin von dem Tag an jeden Tag in eine katholische Kirche. Da haben sie gesagt, da vorne beim Tabernakel, da wohnt Gott. Ja, da bin ich vorne hin, mutig, die Kirche war ganz leer, bin ganz vorne hin und habe mit Gott gesprochen. Und das ist schon beeindruckend. Nicht viele Menschen haben solche Vorbilder oder ein Umfeld, in dem sie sowas erleben. Ja. Wenn wir jetzt nach vorne spulen, deine Zeit ging ja dann so weiter, du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ja, ich möchte da noch ein paar Sachen davor sagen. Darf ich schnell? Ja, natürlich. Weil sie sehr wichtig sind. Und mit 10 Jahren habe ich mir gedacht, Eltern haben einen Traum für ihre Kinder. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, du musst auch einen Traum haben für die Menschen, die du auf die Welt stellst. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, bitte lass mich nie sterben, bevor ich den Traum auf Erden erlebe, den du für mich hast. Und das war wirklich ein Heilig Geist geführtes Gebet. Es war einfach ein Gebet, aber du hast in dem Moment noch nicht eine Antwort darauf gehabt, überhaupt was Gott mit deinem nicht, Leben vorhat. Überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, Herr, kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auf 0 reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude und Frieden. Und dann ging es aber so weiter, dass deine Eltern eigentlich für dich bestimmt haben, wie deine Berufsausbildung aussieht. Ja, freilich. Die haben gesagt, ich bin zu himmlisch orientiert. Ich muss geerdet werden. Haben sie mich Wirtschaft studieren lassen, ja, und Administration. Was ich ja überhaupt, es lag mir überhaupt nicht, aber heute bin ich dankbar. Ich habe eine sehr gute Administration in unserem Werk in Uganda. Denn, weißt du, an der Administration hängt sehr viel ab, keine Korruption, wird Buch geführt, wirklich wunderbare Ehre. Also eigentlich doch auch ein geführter Moment, dass du in sowas reingebracht wurdest, absolut, auch wenn du es nicht wolltest. Absolut. Du hast ja dann auch noch als Lehrerin in dem Bereich gearbeitet, ja, hast dann noch ein Auslandsjahr als Au-pair in England gemacht. Und dann kamst du zurück und dein Wunsch danach, Mutter zu sein, war ja da. Magst du uns mal da in diese Zeit reinnehmen? Was ja, heißt das, da der muss Wunsch? Ich noch dazu sagen, ich wollte immer 10 Kinder haben und das war mein größter Traum. Also gut verheiratet sein, 10 Kinder, schönes Haus, gemütliches Leben, weißt du, aber halt Leben mit Kindern. Und ich wurde mit 19 Jahren von einem Freund vergewaltigt, auf ganz brutale Art und Weise. Und da ist mein Leben wie in 1000 Stücke gebrochen. Und da wusste ich 100%ig, kein Mann kann mich lieben, in diesem Zustand. Ja. Das war deine Auffassung? Das war meine Auffassung, ja. Und dann gibt mir noch jemand die Schriftstelle, Frohlocke, du Unfruchtbare, denn du wirst mehr Kinder haben als die Fruchtbare.
Die habe ich überhaupt nicht mögen. Ja. Ich habe mir schon gedacht, ich werde noch einmal Kinder kriegen, aber unter den Umständen war es für mich. Wie, also sowas zu erleben, ist heftig. Wie bist du in dem Moment da damit umgegangen? Konntest du dich jemandem anvertrauen? Ich bin oder total hast du's zerbrochen. Total. Und Männer waren für mich die Feinde des Lebens. Wenn mir einer nur einen Meter nahe gekommen ist, war ich schon innerlich so dauerstößt. Okay. Und also es, sie waren für mich bedrohlich, absolut bedrohlich. Wann kam der Moment, wo Gott es auch wieder geheilt hat, was da passiert ist? Viele Jahre später. Aber ich habe schon angefangen zu vergeben, weißt du? Ich habe mich bemüht zu vergeben. Und ich war, glaube ich, so 39, wo Gott mir ein tiefes Liebeserlebnis mit dem Heiligen Geist gegeben hat. Und da wurde alles geheilt. Aber jetzt zurück zu diesem SOS-Kinderdorf, ja. Wo du dann als... Ja, und das war auch der Grund. Ich wusste, heiraten werde ich wahrscheinlich nicht, aber Kinder wollte ich. Und darum das SOS-Kinderdorf? Und dann war für mich das SOS-Kinderdorf die Lösung, ja. Dass du es Muttersein eigentlich dort ausleben kannst. Darf. Und ich war, Gott hat mich begnadigt, ich war die beste Mutter in Österreich, konnte nie Nein sagen, hatte 9 Kinder, normal war es so 7. Und bin aufgegangen in dieser Arbeit. Das war für mich mein Leben, diese Kinder. Und ich habe mich total verausgabt mit den Kindern. Ich bin mit ihnen Skifahren gegangen. Also ich wollte einfach, dass die Kinder das beste Leben haben. Die kamen alle aus sozial geschädigten Umständen. Und da, ich hatte keine Hilfe. 9 Kinder, keine Hilfe, 3 Babys. Und das ganz alleine? Ganz alleine. Aber Gott musste mich dorthin bringen. Denn er hat gesagt, die wird nie glauben, dass es nicht ihre guten Werke sind, die sie zu mir bringen. Denn 4 Jahre, nachdem du das geleitet hast, ist was passiert? War ich total am Ende. Ja. Total einen Burnout. Und da... Kannte man sowas zu der Zeit überhaupt? Ich meine, jetzt definiert man das als ein Burnout? Ich war nie bei einem Arzt. Aber heute weiß ich, ich bin absolut an meine Grenzen gekommen. Ich wusste, ich bin sie, die hab sie, die kann's nicht. Und das Schöne war, wie Gott mich geführt hat. In einer Nacht hat er zu mir gesagt, Maria, lege jedes dieser Kinder, die du als von mir angenommen hast, leg sie auf meinen Altar, wie Abraham den Sohn mir wiedergegeben hat. Und es hat sich ja eigentlich angefühlt für dich, wie wenn es deine wären, ja, deine eigenen Kinder. Ja, die waren hundertprozentig meine. Hundertprozentig. Ich wollte nichts anderes als diese Kinder großziehen. Ja. Und dann habe ich jedes Kind auf den Altar gelegt und es war mit ganz viel Schmerz, sie loszulassen. Mhm. Das war meine Identität, weißt du. Und wie ich das letzte Kind drum hatte und wirklich keine Träne mehr weinen konnte, weil ich alles ausgeweint habe, sah ich Jesus am Kreuz in meinem Zimmer, am Kreuz hängen. Er hat noch gelebt. Und ich sehe mich mit meiner Schürze voll. Weißt du, ich habe geglaubt, ich muss mich für Gott gerecht machen, ja. Ich habe geglaubt, ich muss einen Weg finden, weil die bösen Menschen da draußen haben ihn gekreuzigt, aber ich wollte ja nie böse sein, weißt du. Ich wollte immer ein braver Mensch sein. Ich glaube, Gott kam, um aus bösen Menschen brave zu machen, was überhaupt nicht stimmt. Jesus kam, um aus toten Menschen lebendiger zu machen. Und dann stehe ich vor dem Kreuz mit meiner Schürze und da drinnen war meine ganze Selbstgerechtigkeit, meine Angst vor Gott, mein Unglaube, was ich habe nicht Gnade, habe ich nicht gekannt. Ich habe nur Leistung gekannt. Tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Ich wurde getrieben. Und dann sagt der Herr Jesus, öffne diesen Schurz. Und dann habe ich gesagt, das tut dir wahnsinnig weh. Das tut dir wahnsinnig weh. Das ist jetzt, ich habe erkannt zum ersten Mal, dass ich eine echte Sünderin bin. Und dann hat er gesagt, deshalb bin ich da, Maria. Öffne diesen Schurz. Dann habe ich nur ein Stück aufgehoben und es war wie ein Magnet, wurde meine ganze Schuld, meine ganze Sünde und der alte Mensch auf Jesus gezogen. Und ich habe gespürt, wie aus mir etwas ausfährt und er unter großem Schmerz war. Und ich schaue auf mich und ich stehe in einem schneeweißen Kleid vor dem Kreuz. Und dann wusste ich, ewiges Leben kann sich keiner verdienen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Und zwar nur die werden es empfangen, die wissen, ich brauche es. Also eigentlich so eine richtige Kapitulation vor Gott. Bitte? Eigentlich ja, totale. Ja. Wir werden nie erkennen, was Gnade ist, bevor wir nicht eine totale Kapitulation vor Gott erleben.
Und wie sah die Zeit dann danach aus? Weil du ja, es war interessant, nämlich der Dorfleiter von dem Kinderdorf, wo ich dort war, war ein ehemaliger Priester von der Trapp-Familie in Amerika, ein Amerikaner. Und der hatte eine ganz tiefe Verbindung mit Gott. Und der kam zu mir nach diesem Erlebnis und sagt, Frau Bruni, ich habe damals Bruni geheißen, Gott hat mir gesagt, Sie gehen durch eine ganz tiefe geistige Zerbruch. Und Sie müssen heraus aus dem Kinderdorf. Er hat was Neues für Sie. Und ich werde Sie nach Hause bringen. Und er hat mich dann von Vorarlberg nach Tirol gebracht mit dem Auto. Und wie wir vor der Haustür meines Elternhauses waren, ich konnte nichts mehr bewegen. Ich war wie gelähmt. Konnte nicht aussteigen, sei hinein, hat meinen Bruder geholt, der hat mich herausgetragen. Und der hat einen heftigen elektrischen Schlag bekommen, wie er mich berührt hat. Ja, ich war da Hochspannung. Und hat mich auf die Couch im Wohnzimmer gelegt. Und der Amerikaner hat meinen Eltern gesagt, ihre Tochter ist an einer sehr kritischen Stelle. Und sie braucht jetzt ihre Liebe. Keine Fragen, nur ihre Liebe. Und ich liege auf der Couch und sage, Herr, was ist los? Soll ich den Rest meines Lebens so als Gemüse auf der Couch verbringen? Ja. Mir hat nichts mehr gehorcht. Ich konnte keine Augen mehr öffnen. Meine Arme und Hände waren wie 100 Kilo. Nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Und er hat gesagt, mach alles in meinem Namen, im Namen Jesu. Dann habe ich gesagt, ihr Augen in Jesu Namen öffnet euch. Sind sie aufgegangen. Dann habe ich gesagt, du rechte Hand, bewege dich in Jesu Namen. Da habe ich nur die Hand bewegen können. Der Arm war noch 100 Kilo schwer. Dann habe ich gesagt, du Arm in Jesu Namen, bewege dich. Habe ich können den Arm bewegen. Und so habe ich 3 Wochen nichts tun können, ohne in Jesu Namen. Okay. Und nach den 3 Wochen habe ich es kapiert. Nicht mehr ich lebe. Christus lebt in mir. Und er ist meine Kraft. Ich meine, nach so einer Kindheit, wo du schnell und früh verantwortlich sein musstest, viel tun musstest, eigentlich wie, ja, früh Mama sein musstest, ja, für andere. Dann warst du Mama in diesem Kinderdorf. Und jetzt weiß man, du bist Mama für so viele mehr. Ich finde es ja schon spannend, dass Gott dich durch so einen Zerbruch hat gehen lassen. Und ich finde, man sieht es in vielen Leben von Menschen, die sich so hingeben, die ein Leben von der Hingabe führen, dass es Momente des völligen Zerbruchs und der völligen Kapitulation gab. Was aber auch passiert, ist, dass Gott was wiederherstellt. Amen. Dieser Amen. Prozess der Wiederherstellung, ja. Wie sah der in deinem Leben aus? Ja, weißt du, das Problem ist selbst. Ich wollte selbst etwas tun für Gott. Aber selbst ist das größte Hindernis in unserer Begegnung mit Gott. Nicht selbst soll am Thron unseres Herzens sitzen, sondern Christus, Jesus Christus. Und bevor wir ihm das erlauben, müssen wir erkennen, dass der alte Mensch zu nichts taugt. Weißt du, der alte Mensch, der kann gute Werke tun, aber die Hände sind dreckig. Und mit dreckigen Händen kannst du nichts Sauberes machen, ja. Und so ist, also alle Menschen, die in einer Religion leben, die Gott durch ihr Tun oder Nicht-Tun einen Gefallen tun wollen, die haben alle nicht den Weg gefunden in die Ewigkeit. Denn die Ewigkeit oder das ewige Leben ist ein Geschenk von Jesus. Er hat für uns den Tod erlitten, den eigentlich wir verdient haben. Und das ist so schwer für religiöse Menschen. Das zu verstehen, ja. Das zu verstehen. Weil Gnade ist total unverdient. Weißt du, wie ich vor dem Kreuz stand mit einem schneeweißen Kleid und Jesus unter meiner Last litt, da habe ich gewusst, es ist ein total unfairer Austausch. Ich bekomme seine Gerechtigkeit und er bekommt meine Sünde. Also es ist am Kreuz, und da gibt es gute Predigten, der Austausch am Kreuz. Ja. Jesus wurde für uns zur Schuld, damit wir Freiheit, Vergebung bekommen. Jesus wurde für uns arm, damit wir reich werden. Jesus wurde vom Vater verlassen, damit wir ewige Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Jesus hat die Schmach auf sich genommen, damit wir wieder in der Herrlichkeit leben dürfen. Weißt du, es ist ein Austausch ohne Ende. Und nur wer in diesen Austausch kommt, hat ewiges Leben. Ja. Die anderen sind alles Pharisäer. Ich habe mich ja wahnsinnig angestrengt. Und einmal habe ich gesagt, Herr, ich streng mich ja so an. Hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend.
Ja. Das hört man wahrscheinlich nicht so gern. Bitte? Das hört man wahrscheinlich nicht so gern. Nein, ich bewahre nicht gern. Aber jetzt dieser Prozess der Wiederherstellung, nachdem du so kapituliert hast vor Gott, du warst ja dann noch eine Weile zu Hause, hast dann doch auch wieder gearbeitet. Ja. Und dann rief Gott dich in die USA. Und was ich immer wieder so höre von Aussagen, die gemacht wurden von dir über diese Zeit, ist, dass du dort geistlich wachsen durftest. Ja. Was heißt das? Ja, also nachdem ich da wirklich erkannt habe, dass ich alles nur in meinem Leben im Jesu Namen tun soll und dass aus ihm die Kraft kommt und aus ihm die Weisheit und dass er für mich alles ist, dass ich ein total neues Leben habe. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir und dass ich mich ihm zur Verfügung stellen muss. Weißt du, die meisten Menschen wollen, dass Gott ihnen dient, ja? Dass sie kommen und geben Gott Anweisungen. Gott braucht keine Anweisungen. Er braucht, dass wir uns zum Dienst melden. Und ein gläubiger Mensch stellt sich Gott zur Verfügung. Er sagt, Herr, hier bin ich. Kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Das Gebet, das ich als 10-Jährige erfüllt habe, wurde dann Realität in meinem Leben. Das heißt, hast du das so erlebt dann in den USA, dass Gott dich gebraucht hat und Amen. Er dir Anweisungen gegeben Amen. Hat? Amen. Wie sah dieses geistliche Wachstum aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das war so viel. Weißt du, das waren Prozesse. Also eines möchte ich sagen, Gott hat einen Traum für jeden, den er auf die Welt stellt. Aber damit der Traum verwirklicht werden kann, muss der Charakter in uns mit diesem Traum konform gehen. Und das würde ich eben gerne wissen. Was an deinem Charakter hat er dort geschliffen? Oder was? Also, um es mal vielleicht grob zu formulieren, was musste er an Maria Prehn schleifen, damit sie diesen Dienst jetzt, sehr den du auch tust, machen sehr kann? Sehr viel. Das Schlimmste war meine totale Überzeugung, dass ich wertlos bin. Und da, dass Gott mir da zeigen konnte, wie er mich liebt und wie wertvoll ich für ihn bin. Ja. Und da habe ich eine der ersten Erfahrungen gemacht und sage, Herr, wie siehst denn du mich? Ja. Und dann sagt er, lies Hohes Lied der Liebe 4,7. Da steht drinnen, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Dann habe ich gesagt, Herr, ich kann dir aber helfen, die Fehler zu sehen. Sagt er, die brauche ich deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Aber da waren immer wieder Stufen. Weißt du, einmal war ich in Amerika, in Florida, und ich gehe sehr gerne in den frühen Morgenstunden spazieren am Strand, wenn die Sonne aufgeht und die Fische springen. Und da sind die Delfine gesprungen. Und dann war mich sehr traurig gefühlt. Da habe ich gesagt, Herr, ich glaube, kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinde. Also solche Gedanken hattest du zum Teil in der Zeit. Also wenn ich nicht schon so früh gläubig geworden wäre, hätte ich mich umgebracht, sicher. Sicher. Ich hätte keine Hoffnung gesehen, dass Gott mit mir was machen kann. Und stell dir vor, es hat keine 10 Minuten gedauert, hat mich ein Hund geleckt. Ich habe den nicht kommen sehen, da war kein Strauch, kein Baum. Auf einmal werde ich von einem Hund geleckt und war ein richtiger Straßenköder. Und dann musste ich lachen. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, das hast du jetzt gehört im Himmel. Ja. Er hat Humor. Ja. Kein Hund. Und jetzt hast du mir einen Straßenköder da beauftragt, mich zu lecken. Du, der war der liebste Hund, der schönste Hund, den ich den ganzen Tag gesehen habe. Mit ihm habe ich gespielt und mich gefreut. Und immer wieder, weißt du, ich sage, Papa, heute fühle ich mich gar nicht so top. Hast du nicht eine Ermutigung für mich? Ja? Die letzte, die ich jetzt bekommen habe, die mich sehr gefreut hat, ich war in Uganda, ich habe dort dürfen ein wunderschönes Haus auf einem Berg bauen für meine vorgerückte Jugend. Und dann sage ich, Herr, heute fühle ich mich gar nicht so gut. Hast du eine Ermutigung? Sagt er, räum deine Rumpelkammer auf. Sag ich, bitte? Ich habe so einen kleinen Raum, da tue ich alles rein, was ich mal später mache. Und dann habe ich gesagt, ist das eine Ermutigung? Ja, ich mache es schon, aber da bin ich jetzt gespannt. Und dann gehe ich hinein, sehe ich ein Paket. Ich habe keine Ahnung, wie das hineingekommen ist. Halb zerrissen, wollte ich gleich wegwerfen. Sagt der Herr, nein, Maria, öffne es. Ich öffne es. Da kommt ein wunderbarer Wandbehang heraus. Schön blau, mit so großen weißen Buchstaben. Da stand drauf, wie die Lilie unter den Dornen, so bist du meine Freundin unter den Frauen. Also eigentlich immer noch, wo Gott in dieses Thema reinspricht in deinem Leben. Immer noch. Und bei Frauen, besonders wenn sie nicht durch ihren Vater gestärkt wurden in ihrer Identität, dauert es oft sehr lange. Oder sie suchen es bei anderen Männern, weißt du? Die Frau lebt sehr stark von den Worten, die sie bekommt. Und sehr viele Frauen beziehen ihren Wert von dem Wert
Wertschätzung, die sie von Männern bekommen. Ja, unter anderem, genau. Ja, und das ist furchtbar. Und da habe ich jetzt immer wieder diese Ermutigung. Also jetzt du, ich weiß, Gott ist verknallt in mich, okay? Ich weiß, er hat Freude an mir. Ich weiß, er freut sich, dass er mich erschaffen hat. Und ich freue mich so, dass er mich liebt. Weißt du, jetzt weiß ich, dass Gott mich extrem liebt. Und immer wieder sage ich, Papa, ich verstehe überhaupt nicht, warum du mich so liebst. Aber es war ja ein Kampf dann offensichtlich für dich, das auch anzunehmen. Absolut. Ich wollte Gott dauernd überzeugen, wie schlecht ich bin. Ja. Was gab es denn noch so für, ich sage jetzt mal, Stimmen in deinem Kopf in der Zeit, also in den USA, wo Gott dich durch Prozesse geführt hat? Waren das auch noch so andere Themenbereiche? Oh, das war, erstens einmal habe ich wirklich gehört von Gott, dass mein Hören des Herzens durch das Wort Gottes kommt. Dann habe ich die ganze Bibel auf Kassetten gesprochen, damals haben wir noch keine CD gehabt, und habe die Tag und Nacht laufen lassen. Ich wollte, dass das Wort Gottes wirklich mein Herz total durchdringt. Also das war unwahrscheinlich, wie dadurch mein Hören entwickelt wurde. Also dass du das Wort Gottes dir einfach immer wieder vorgespielt hast. In der Nacht habe ich es laufen lassen, wenn ich geschlafen habe. Nicht sehr laut, ja, aber ich habe gesagt, das muss in meine Seele rein. Und wenn es Klick gemacht hat, wieder aufgemacht, wieder neu gedruckt und wieder weitergeschlafen. Okay. Und zwar jahrelang. Und ich wusste, ich kann nur heil werden, wenn ich mich so sehe, wie Gott mich sieht. Weißt du? Und da, das kannst du nur aus dem Wort Gottes. Also da liegt sicherlich ein Schlüssel drin. Das ist sicherlich ein Schlüssel. Sich so zu sehen, wie Gott einen sieht. Auch damit man dann überhaupt solche großen Pläne und Visionen, die Gott für einen hat, annehmen kann. Weil ansonsten steht man ja auch ständig unter Beschuss. Genau. Aber weißt du, Melanie, Gott will so Großes tun durch jeden von uns. Jeden. Auch alle, die jetzt zuhören. Gott hat einen Megatraum für dein Leben. Aber er kann, also in der Vorbereitung, dass unser Charakter mit dem Traum übereinstimmt, hat Gott zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da machen wir oft Wiederholungen, bis wir dann durchbrechen. War das jetzt der ermutigende Teil, oder? Ja, es hat was. Also das ist sicherlich eine Frage, die ich dir auch noch gerne gestellt hätte, dieses Element von Ausgewogenheit zwischen Charakter und Begabung. Ja, ja. Denn oft haben wir solche große Visionen und Pläne und wir merken irgendwie, es passiert noch nicht und wir werden so ungeduldig und verpassen aber diesen Prozess, den Gott vorher mit uns gehen will. Genau. Und in der Zeit sind wir sind alle in der Universität des Heiligen Geistes. Und da kann man nie durchfallen, nur wiederholen. Gott ist sehr geduldig. Und wenn er dich dann aber, wenn er deinen Charakter in Einklang mit deiner Berufung gebracht hat, und je höher die Berufung, umso stärker die Training. Ist ja in der Welt genauso. Ich meine, ein Gehirnchirurg braucht mehr Ausbildung wie ein Schuhmacher, ja. Würde mich aber auch nie von einem Schuhmacher operieren lassen. Es hat was, ja. Und wenn er uns dann dort hat, dann kommen wir auf die Autobahn der Herrlichkeit Gottes. Und da wird uns alles zu schnell. Da sagen wir dann, nicht so schnell. Vorher hätten wir es gern schneller gehabt. Ja. Also Gott ist jetzt so schnell in meinem Leben, dass ich total die Kontrolle verloren habe. Wenn wir, ich weiß, es gibt noch so viel zu erzählen und das Interview reicht gar nicht aus, um alles aufzugreifen. Aber wenn wir jetzt so nach vorne spulen, du warst dann in Amerika, Gott hat dich wieder zurückgerufen. Ja. Und dann hast du, und da warst du, wenn ich das richtig bei mir habe, 45 Jahre alt, als du deinen Mann kennengelernt hast. 47, okay. Ihr wart dann gar nicht so lange verheiratet. 6 Jahre. Ja. Aber die waren höchst intensiv. Wir waren miteinander verheiratet, nicht nebeneinander. Und wir beide wussten, also erstens, dass Gott uns zusammengeführt hat und dass wir Reich Gottes bauen sollen. Und ich finde es so schön, dass man in dem Alter sich auch noch auf sowas einlässt, weil manche Leute schreiben das Thema Heiraten dann ab und haben das Gefühl, nee, es passiert mir nicht mehr, ich finde nicht mehr den Richtigen. Ja. Was war das für dich? Weil in der Zwischenzeit muss Gott ja auch anscheinend diesen Missbrauch, der stattgefunden hat, geheilt haben. Ja, und weißt du, ich habe vor dem Missbrauch habe ich gebetet, habe ich gesagt, lieber Gott, ich will nie heiraten, um verheiratet zu sein. Ich bin bereit, auf den Richtigen zu warten, bis ich 50 bin. Ja, mit 30 habe ich schon schwer bereut das Gebet, aber das war der Heilige Geist, ja. Und dann war ich 47.
Und in den Zeiten vorher, da waren einige Männer, die sich interessiert hätten, ja. Und immer habe ich gesagt, Herr, ist das deine Wahl? Und dann habe ich immer den gleichen Traum gehabt. Ich bin eine Wendeltreppe hinuntergegangen, im Traum, und auf einmal waren keine Stufen mehr und ich bin in dein Nichts gefallen. Und bin jedes Mal schreiend aufgewacht. Habe immer gewusst, das ist nicht von Gott. Okay. Und das Thema konntest du dann wie auf der Seite stehen dann lassen? Weil ich kenne viele Frauen, die ja mit diesem Thema des Nichtverheiratetseins kämpfen und die wirklich Mühe damit haben. Weißt du, der Herr hat gesagt, ich bin dein Liebhaber. Bleib bei mir. Ich werde dir alles geben, was du brauchst. Und er hat es. Und da, ich glaube, ich war 45, dann wollte mich einer heiraten, hat er gesagt, du weißt schon, ich bin deine letzte Chance. Oh, dann okay. Dann habe ich gesagt, dann bleibe ich ledig. Aber wie mein Mann kam. Der war sehr überzeugt von sich, ja. Ja, da war ich schon überzeugt. Weißt du, ich wollte nur, dass ich den Willen Gottes erfülle. Ja. Und wie mein Mann in mein Leben kam, da habe ich wieder so einen Traum gehabt, in eine wunderschöne Wendeltreppe in einem Schloss hinuntergegangen und plötzlich war ich vor einer Tür, einer wunderschönen goldenen Tür. Und ich wollte sie aufmachen, sie war geschlossen. Und dann bin ich wieder hinaufgegangen. Und dann wusste ich, es ist vorbei, das ist die Wahl Gottes. Das ist richtig. Ihr habt dann zügig geheiratet? Ja, wir kannten uns nur 5 Tage, haben uns gesehen. 2 Monate voneinander gewusst. Und mein Mann hat gesagt, du weißt, wir lernen uns sowieso nur in der Ehe kennen. Warum soll man das nur lange herumfummeln? Wann ist dein nächstes freies Wochenende? Vielleicht nicht zum Nachmachen zum Empfehlen, aber ich verstehe es, wenn Gott drin ist, dann wenn kann man Gott sowas sagen. Ist, also mein ja. Mann und ich, wir haben auch nach einem halben Jahr geheiratet. Ich würde es wieder so machen, aber ich würde es auch nicht jedem empfehlen. Nein. Da muss schon Gott aber drin sein. Aber wenn man die Gewissheit hat, das ja. ist Gottes Wahl. Ja. Und ja, es war wirklich lustig. Wir haben uns erst entdeckt ja, in der Ehe und wir waren fast in allem total eins. Ob das Farben waren oder zum Beispiel bei der Hochzeit, mein Vater wollte keine christliche Hochzeit, so hatte er die standesamtliche am Tag vorher gemacht, wir hatten dann die christliche am nächsten Tag. Und bei der standesamtlichen, natürlich Tiroler Volksmusik, ja, sagt er zu uns, getanzt doch einmal ihr zwei. Ja? Und dann sagt der Herbert zu mir, kannst du tanzen? Sag ich, probieren wir es halt einmal. Und wir haben getanzt, als hätten wir unser Leben lang schon getanzt. Noch eine Frage war für mich sehr wichtig und die habe ich vergessen, ihm zu fragen, wie er zu Israel steht. Mein Herz brennt für Israel. Und ich weiß, dass Gott Großes noch vorhat und dass die ganze Weltgeschichte mit Israel verbunden ist. Und habe ich vergessen. Und am Hochzeitstag denke ich mir, ei, wie steht der zu Israel? Und dann schenkt er mir einen wunderbaren Davidstern aus Rubinen und Diamanten. Als Hochzeitsgeschenk. Okay. Und dann wusste dann ich. Dann war es geklärt. Ja, nein, es war so eine Führung von Gott. Mhm. Und wenn Gott führt, ist es nicht einfach, aber es ist voll in der Gnade. Und es war ja dann nicht so, als ob ihr einfach zusammen wart und dann wart ihr mit euch beschäftigt, sondern ihr beide hattet ganz klar, war Jesus eure erste Liebe. Sofort. Und ihr habt dann zusammen das Missionswerk gegründet. Ja. In Österreich. In Innsbruck habt ihr da damit gestartet, oder? In Innsbruck, jawohl. Ja, genau. Und dann kamen wir nach Imst und haben dann, ja. Also, die Gebäude gekauft, wo dann ja, Schulungen, das, Tagungen stattfinden. Nein, das habe ich dann nach dem Tod gemacht. Hast du es danach erst gemacht? Weil okay. Mein Mann hat es schon gesehen als das Werk, aber es war noch nicht gekauft. Und nachdem er gestorben ist, habe ich es dann gekauft. Ja. Und es hat schon sehr viel Segen in das Reich Gottes gebracht. Mit den Konferenzen, bin sehr dankbar. Weißt du, was Gott anfängt, das macht er fertig. Das läuft so unter der Führung des Heiligen Geistes, auch in Afrika. Und mit dir ist er eben noch nicht fertig, denn nein. Afrika kam dann erst nach dem Tod deines Mannes. Ja. Um dort kurz nochmal ein Fenster zu öffnen, wie bist du da damit umgegangen? Ich meine, ich stelle mir das jetzt vielleicht zu menschlich vor, aber da hat man so lange gewartet, bis man den Richtigen trifft und dann seid ihr gerade mal 6 Jahre verheiratet. Ja, bis das war das Schwerste für mich, meinen Mann loszulassen. Denn jetzt habe ich erkannt, was es heißt, gemeinsam was zu machen. Weißt du? Und wir waren wirklich, überall wo wir waren, waren wir ein Segen. Ja? Und ich habe so die Gnade Gottes gelernt oder halt erfahren, wie Gott segnet. Ja? Also das war das Allerschlimmste. Ich wollte mit ihm sterben. Das war mein einziger Wunsch. Ich wollte mit ihm sterben. Und er hat gesagt, Maria, Gott hat noch so viel vor mit dir. Mit mir ist er fertig, aber mit dir noch nicht. Konntest du das in dem Moment annehmen?
Pass mal auf, der hat gesagt, Gott hat große Pläne. Schau auf Jesus und der wird dir starke Männer und Frauen schenken und du machst weiter. Pfeifen hätte ich können auf die großen Pläne. Sterben wollte ich. Wenn ich ihn jetzt im Himmel treffe, wird das Erste, was er sagt, habe ich recht gehabt. Ich sage, wie immer. Aber es war sehr, sehr schwer. Das erste Jahr, ich musste mich jeden Tag entscheiden für das Leben und den Segen. Denn ich wäre lieber gestorben. Glaube ich. Ja. War sehr schwer. Aber nach einem Jahr habe ich gespürt, dass Gott mir eine ganz neue Dimension an Beziehung mit ihm schenkt und dass ich weitermachen darf. Du hast gerade eben sowas gesagt, wie das ist, wenn man das gemeinsam macht, gemeinsam im Dienst steht. Jetzt, nachdem er so viele Jahre gestorben ist, dass mit Uganda dann auch angefangen hat, 1996 war ja deine erste Reise dorthin. Ja, ja. Und dann hast du später den Verein gegründet, Vision, Vision for Africa. Ja. Und inzwischen ist der regelrecht aus allen Nähten geplatzt und explodiert. Wir sind das größte Werk in Uganda. Aber weißt du, das hat sich alles, das hat Gott verselbstständigt. Ja. Also es, und alle, die kommen, die stehen daneben genauso staunend wie ich. Kann sich keiner erklären, wie sich in der kurzen Zeit so viel entwickelt hat. Aber ich habe über 1000 fantastische Mitarbeiter. Wir haben 5 Headquarters jetzt, die können schon, also jetzt sind es fast 18.000 Kinder, die wir in die Schule geschickt haben, und zwar Ausbildungen. Ich bin sehr vorsichtig mit der Universität, weil Gott sagt, er segnet die Arbeit unserer Hände. Nirgends in der Bibel steht, er segnet die Arbeit unseres Hirns. Ja. Man sieht, was da für Blödsinn gemacht wird. Und jetzt tue ich nur solche. Also dort sind ja Schulen, in denen die Kinder dann eigentlich eine Schulbildung erhalten, um dann später Möglichkeiten zu haben. Ja. Ja. Ja, und vor allem, ich möchte, dass jedes Kind einen tiefen Glauben in Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe ist und dass sie sich Gott zur Verfügung stellen. Dort fühlst du dich jetzt aber nicht mehr allein. Dort hast du ganz viele Menschen um dich herum, die mit dir zusammen Reich Gottes bauen. Über 1000 Mitarbeiter habe ich. Wow. Und, wie führt man die? Bitte? Wie führt und leitet man die? Also, ohne dir zu nahe zu treten, in deinem Alter. Du Schatz. Es ist nicht mein Werk, es ist Gottes Werk. Ich muss nur jeden Tag tun, was er für mich vorbereitet hat. Der Rest ist sein Problem. Ich bin jetzt hier 7 Wochen in Europa und fast jeden Tag sage ich, Papa, kümmere dich um dein Werk in Afrika. Ich will alles wieder gut vorfinden. Ja. Du, es ist unwahrscheinlich, was Gott da tut. Ich brauche zum Beispiel 600.000 bis 800.000 Euro im Monat, um das laufen zu lassen. Und alles zu tun, was er uns sagt, was kommt. War denn da jetzt gerade auch altersbedingt nicht auch so ein gewisser Zweifel da? So also soll ich das jetzt noch machen? Von wem und was bin ich dann abhängig? Ich meine, du hast es ja immer wieder erlebt dann in den Jahren vorher, wie Gott versorgt hat. Aber sowas zu starten in einem neuen Land, du konntest Englisch, aber trotzdem so ein neues Land, so ein Neuanfang, sich da aufs Wasser wagen, war das für dich schwierig? Also wie ich angekommen bin in Uganda und diese Not gesehen habe, ja, da habe ich bald einmal gesagt, Herr, darf ich wieder zurückfliegen? Ich weiß nicht, wo anfangen, wo aufhören. Mhm. Dann hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Dann war ich wieder so groß mit Hut. Ja. Dann habe ich gesagt, was tue ich dann? Nur jeden Tag, was ich dir zeige. Ja. Ja. Der Rest ist mein Problem. Jeden Tag sage ich, Herr, was ist das Abenteuer mit uns beiden heute? Was hast du vorbereitet? Wir beten ja schon Jahrtausende lang, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. So müssen wir das, was im Himmel geschieht, auf Erden nachvollziehen. Mhm. Und da haben wir eben die größten Fehler gemacht. Wir wollten Gott beeindrucken mit dem, was wir können. Gott möchte uns beeindrucken mit dem, was er kann. Und das ist natürlich Gnade, absolut, zu wissen, dass er Gunst, es schenkt Gnade. Und wir dann einfach unseren Teil dazu beitragen, so wie er es vorbereitet hat. Gott hat noch nie ein Problem mit Geld gehabt, aber ein großes Problem mit Gehorsam. Ja. Er sucht Menschen, die ihm gehorchen. Und wenn wir gehorchen, dann ist alles andere. Lies einmal 5. Mose 28, das Kapitel über Fluch und Segen. Mhm. Da heißt es, wenn ihr, und wenn ist das wichtigste Wort dann, in der Bibel. Dann wenn wir hören und das tun, was er sagt, dann wird er tun, was er verheißt. Also wenn und dann. Also es ist ein Prinzip, ganz bestimmt. Ja, es ist ein Prinzip und es kann nur durch Gehorsam entstehen. Ja. Und zwar indem er der Chef ist, nicht wir. Viele kommen zu Gott und sagen ihm, was er zu tun hat. Er möchte dir und mir sagen, was wir
für ihn, was er durch uns hier tun möchte. Maria, was ich immer wieder bei Frauen erlebe, die jetzt nicht, oder was heißt, die nicht, ich habe das Gefühl, ganz oft haben wir so viele Ausreden, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Oder es gibt eine Vision, die wir haben und wir merken aber, es ist noch nicht dran. Oder es folgt vielleicht erst noch ein Zeitrahmen. Wie würdest du solche Leute oder solche Frauen ermutigen? Also ich sage, Gott hat die richtige Zeit für alles. Und wenn es die richtige Zeit ist, dann hast du Freude und Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Also ich sage immer wieder, Herr, mit mir kannst du alles machen. Aber du musst mich führen, Schritt für Schritt. Und er tut es. Ja. Er tut es. Okay. Ich weiß, du bist jemand, der sich sehr stark vom Heiligen Geist leiten lässt. Amen. Maria, ich möchte dir einfach den Moment geben, wenn der Heilige Geist zu dir und durch dich sprechen möchte, zu Frauen, die jetzt gerade zuhören oder Menschen. Gibt es irgendwas, wo Gott dir aufs Herz legt? Amen. Darf ich beten? Natürlich. Vater im Himmel, ich komme jetzt vor deinen Thron als dein Kind. Und ich bete, Vater, hab Erbarmen mit Europa, mit der westlichen Welt. Und Vater, ich weiß, dass du sagst, wenn wir Buße tun und umkehren, wirst du sofort alles heilen. Und ich bete um den Geist der Umkehr, der Herzensumkehr, der Buße. Das heißt, dass wir unser Denken wieder mit den Ordnungen Gottes eins machen, damit du alles wieder segnen kannst. Und ich danke dir, Vater, dass du möglichst vielen Menschen in der westlichen Welt, aber auch in der restlichen Welt, die Augen und Ohren des Herzens öffnest, dass jetzt die Zeit ist, wo wir vor der allerwichtigsten Entscheidung unseres Lebens stehen, wo wir die Ewigkeit verbringen, entweder in ewiger Verdammnis oder in ewiger Herrlichkeit im Reich Gottes. Und da bitte ich dich, Vater, dass du wirklich die Menschen aufwächst und ihnen ihr Herz heiß macht, sich für zu erkennen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und Jesus aufzunehmen in ihr Leben. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und da bete ich, dass Millionen Menschen in der menschlichen Welt ihr Herz mit der Wahrheit erfüllt bekommen, dass sie ihr Leben bedingungslos Jesus schenken und ihn aufnehmen in ihr Leben als ihre Rettung für die Ewigkeit. Denn wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und ewige Verdammnis ist genauso eine Realität wie ewige Herrlichkeit. Und Gott möchte nicht, dass einer verdammt wird, aber er verdammt niemanden. Er hat alles uns schon gegeben, damit wir in die ewige Herrlichkeit kommen können. Aber wenn wir sein Liebesangebot nicht annehmen und Jesus nicht aufnehmen in unser Herz, dann versäumen wir, was Gott uns schenken möchte für alle Ewigkeit. Und ihr Lieben, es geht nicht um eine, das ist eine Entscheidung auf Leben und Tod. Und da ist mein Gebet, dass Millionen Menschen aus der westlichen Welt dieses Rettungsseil, nämlich Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns zur Sünde wurde, damit wir seine Gerechtigkeit werden können, der für uns arm wurde, damit wir in ihm reich werden, also nicht an Gütern, sondern an Beziehungen. Er hat alle Schande, alle Schmach, alles auf sich genommen. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Und ich bete, dass den Menschen in der westlichen Kultur die Wahrheit in ihr Herz, dass es in ihr Herz schießt und dass sie auf die Knie gehen und erkennen, ich brauche das, den stellvertretenden Tod Jesu Christi. Und ich will dem Wort entsprechend leben, aus Galater 2, 19 und 20. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe in diesem Fleisch, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Das ist mein Gebet für Europa, dass Menschen wirklich wieder in die Ehrfurcht Gottes kommen, seine Wege respektieren, seine Ordnungen annehmen und sich lossagen von dem Geist des Humanismus,
von dem Geist der Angst, denn Angst ist die Sprache der Hölle, und wieder durchbrechen in einen bedingungslosen Glauben, und zwar hundertprozentig. Mhm. Denn ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und ich bete, dass diese radikale Entscheidung wirklich Millionen von Menschen durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Mhm. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. 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 Dankeschön, Maria, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Und hier warst. Danke. Dankeschön. Ja, das ist unser Herzensschrei, dass die Menschen zu Jesus kommen. Mhm. Gott wollte nie in Kirchen leben. Er will in menschlichen Herzen leben. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Unser Herz ist der Tabernakel. Mhm. Wir haben ihn in Gebäude gesperrt. Er will in keinen Gebäuden leben. Er will in lebendigen Herzen leben. Danke. Und ich denke, das ist ein guter Abschluss für dieses Gespräch mit dir. Dankeschön. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele dieses Gespräch heute wirklich nehmen können für sich und auch als Beweis, dass Gott so Interesse an dir hat, dass man er ein solches Leben benutzen kann. Amen. Wir hoffen, euch hat diese Episode und dieses Gespräch gefallen. Ihr dürft es gerne liken, kommentieren, weiterleiten. Ihr dürft auch gerne auf den Abonnieren-Button klicken, dass ihr in Zukunft mitbekommt, was noch so läuft bei uns auf dem Kanal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und auf Wiedersehen.